In Europa ist es so, dass halt gerade im Small- und Microcap-Bereich der Markt noch mal schwächer gelaufen ist als in Nordamerika in den letzten Jahren und sich hier aus meiner Sicht eben viele Chancen bieten. Der Aktienmarkt scheint aktuell der Place to be zu sein und insofern gibt es auch weiterhin viel Nachfrage von Investoren nach globalen Aktienfonds. Heute bei mir Benedikt Olesch von Wertart Capital mit seinem eigenen globalen Aktienfonds, der auf Microcaps und Smallcaps fokussiert ist. Vielen Dank, dass Sie da sind. Hallo, freut mich. Am Anfang stellt sich natürlich die Frage, wieso ein weiterer Aktienfonds, wieso brauchen wir einen weiteren Aktienfonds? Wo ist Ihr USP? Ja, also der Wertart Kapitalfonds konzentriert sich auf Nebenwerte, vor allem auch auf Microcaps. Und ich denke, es sind drei Faktoren, die vor allem hervorstechen. Zum einen bietet das Portfolio den Anlegern ein differenziertes Portfolio. Das heißt, sowohl von den Indizes, aber auch von vergleichbaren Aktienfonds unterscheidet sich das Portfolio sehr stark. Dann haben wir ein konzentriertes Portfolio, in dem wir uns auf die 30 besten Ideen konzentrieren. Und drittens ist es auch ein sehr schwankungsarmes Portfolio. Wir haben jetzt über die letzten 5 Jahre eine Volatilität von unter 14% gehabt pro Jahr. Und das ist eben eine Folge des Investmentprozesses und des Portfolio-Managements. Und obwohl wir eben ein sehr konzentriertes Portfolio haben und auch einen Fokus mit 40% auf Microcap-Aktien, die ja grundsätzlich eher volatil sind, konnten wir eben hier eine schwankungsarme Entwicklung erzielen. Sie haben jetzt Ihren starken Fokus bereits angesprochen. Wie sieht die Investmentstrategie aus? Genau, wie gesagt, ein konzentriertes Portfolio. Global, die Kernmärkte sind Japan, Nordamerika und Europa. Im Moment sind Japan und Europa stark übergewichtet, Nordamerika ein bisschen weniger. Und vom Investmentprozess her sind eigentlich, also es ist ein fundamentalorientierter Bottom-up-Ansatz. 4 Punkte sind maßgeblich. Das erste ist die Eigentümerstruktur der Unternehmen. Ja, wir haben 70% der Unternehmen im Fonds, die von einem strategischen Investor, sage ich mal, dominiert werden, der auch im Einklang mit den Kleinaktionären, mit den Minderheitsaktionären handelt. Das ist uns ganz wichtig. Zum Zweiten ist es so, dass wir Optionalität in unseren Investments suchen. Die größte Position zum Beispiel im Fonds hat eine Beteiligung in Indien an einem Versicherungsunternehmen, das wahrscheinlich dieses Jahr an die Börse gehen wird, was aber in der Bewertung überhaupt nicht wiedergespiegelt ist. Der dritte Punkt, gerade bei Small Caps sehr wichtig, das Management. Die Frage, warum arbeitet das Management überhaupt bei so einem kleineren Unternehmen, Microcap-Bereich noch mehr? Warum gehen die nicht zu einem größeren Unternehmen, wenn sie gut sind? Der vierte Punkt ist die Qualität des Geschäftsmodells. Ja, ganz wichtig, Wettbewerbsvorteil, der aber auch ausgebaut werden kann. Ja. Die Unternehmen, die dann ins Portfolio kommen, beobachte ich schon recht lange, viele schon seit 2013. Und wenn die Unternehmen dann mal im Portfolio sind, durchlaufen sie 3 Phasen. Zunächst die Konsolidierungsphase, in der ich die Position aufbaue, dann die Entwicklungsphase, in der das Unternehmen oder auch die Aktie langsam in den Fokus der Marktteilnehmer rückt und dann die Erntephase, in der das Momentum einsetzt und ich die Position dann wieder abbaue bzw. verkaufe. Genau, das ist sozusagen der Investmentprozess, die Kernfaktoren, die wichtig sind und eben diese lange Betrachtung der Unternehmen ist uns eben auch ganz wichtig. Ein Punkt, der mich etwas überrascht hat, ist die Untergewichtung von Nordamerika und eben Japan und Europa eben als der starke Fokus des Fonds. Mhm. Warum finden Sie besonders in Japan und Europa die Alternativen zu den USA und wieso sind die dort stärker gewichtet? Weil das ist ja ein großer Unterschied zu vielen anderen Strategien am Markt. Ja, also Japan hat sich jetzt letztes Jahr entwickelt. Da gab es ja eigentlich schon über mehrere Jahre hinweg die Tendenz dazu, die Aktionärsinteressen zu stärken. Das hat sich aber letztes Jahr nochmal deutlich beschleunigt. Ich hatte da eine ganze Reihe von Unternehmen auf der Watchlist, die auch immer günstig waren, die eigentlich ein sehr gutes Investment wären, aber immer diese Corporate Governance Problematik hatten, dass eben nicht auf die Kapitalrendite geachtet wurde. Und das ändert sich seit letztem Jahr. Die Unternehmen kaufen jetzt verstärkt Aktien zurück, beteiligen die Aktionäre am Erfolg. Und deswegen habe ich hier eben die Allokation deutlich nach oben gefahren. In Europa ist es so, dass halt gerade im Small- und Microcap-Bereich der Markt noch mal schwächer gelaufen ist als in Nordamerika in den letzten Jahren und sich hier aus meiner Sicht eben viele Chancen bieten, weil eben hier abverkauft wurde, ohne auf die fundamentalen Kriterien zu achten. Und dadurch ergeben sich halt sehr gute oder ergaben sich gerade letztes Jahr sehr gute Einstiegsmöglichkeiten, weshalb ich eben Nordamerika dann zurückgefahren habe. Gehen Sie dann davon aus, dass Europa auch in der Zukunft gut laufen wird?
Naja gut, ich bin natürlich sehr aktiv unterwegs, sehr selektiv, schaue mir jedes Unternehmen einzeln an, jede Branche, bin sehr nah an den Unternehmen dran. Das heißt, ich kann hier keine generelle Aussage treffen. Es wird sicherlich viele Unternehmen geben, die nicht so gut laufen. Aber ich denke schon, dass grundsätzlich gerade im Nebenwertebereich eben sehr viel abverkauft wurde und dadurch das Chance-Risiko-Verhältnis sehr gut ist. Ja. Jetzt setzen Sie natürlich viel auf Micro- und Small-Caps und selbst sind Sie ja auch eine Boutique. Und häufig fragt man sich, wo liegt der Mehrwert einer kleinen Boutique gegenüber den großen Flaggschifffonds mit all ihren Analysten im Team. Wo können Sie da einen Mehrwert liefern als Boutique? Also ich denke, zum einen ist es die Entscheidungsfähigkeit. Ich habe selber bei einem großen Asset Manager während der Finanzkrise gearbeitet, wo, glaube ich, viele Chancen auf dem Tisch liegen lassen wurden. Das ist also ein Punkt, wenn es Umbrüche gibt, Chancen nutzen, da bin ich sehr schnell. Der zweite Punkt ist so ein bisschen, um eine Analogie zu den Unternehmen, in die ich investiere, zu treffen, die vertikale Integration. Ja, das heißt, sowohl Portfolio-Management als auch Analyse kommt von mir. Es ist zwar so, dass ich jetzt gerade auch dabei bin, einen Analysten einzustellen, der mich hier auch unterstützt, aber grundsätzlich werde ich immer in der Analyse arbeiten und im Portfolio-Management. Das heißt, ich bin auch hier sehr nah an den Unternehmen dran. Anders als vielleicht ein großes Haus, wo Analyse extern oder im Team funktioniert, aber der Portfolio-Manager dann eigentlich davon eher losgelöst ist. Also bei mir kommt alles aus einer Hand. Und ich denke, der dritte Punkt ist auch sicherlich die Investorenbasis. Also ich bin sehr nah an meinen Investoren dran. Wir kommunizieren auch sehr viel mit meinen Investoren, kenne auch die meisten davon. Und jetzt ist es eben gerade so, dass ich den Vertrieb ausgebaut habe, dass ich jetzt mit zwei Kollegen zusammenarbeite, die mich hier sehr unterstützen, dass wir jetzt eine neue Retail-Tranche auflegen, um einfach den Investorenkreis zu erweitern und eben auch auf Artikel 8 gehen, um den Fonds noch attraktiver für Anleger zu machen. Insofern ein globaler Aktienfonds, der sich aktuell auf die Themen Europa und Japan fokussiert und Nordamerika untergewichtet hat. Vielen lieben Dank für Ihre Einblicke, Herr Ohlich. Vielen Dank, freut mich.